war es am Anfang echt schwierig, weil ich natürlich mit jeder Kremierung immer die Mami gesehen habe. Sind da die ganzen Würmer oder so, das mag ich nicht. Und dann kann er den hier bei uns in die Kühlung reinstellen. Da habe ich am Anfang schon mal Fehler gemacht. Da habe ich dann auch richtig geweint. Also du kannst es nur noch kaputt machen. Da bin ich überhaupt nicht mehr klargekommen. Wie ist das, in einem Krematorium zu arbeiten? Birgit wird mir heute erzählen, was der traurigste Moment in ihrem Beruf war. Ich werde sie fragen, welche Auswirkungen Corona wirklich auf ihre Arbeit hatte. Und am Ende des Videos erzählt sie mir, welches Erlebnis sie bis heute nicht vergessen kann. Ich bin Philipp von Unvergessen und wir setzen uns für einen gesünderen Umgang mit den Tabuthemen Tod und Trauer ein. Hallo Birgit, schön, dass du heute bei uns bist. Magst du dich vielleicht kurz unseren Zuschauern vorstellen? Warum bist du heute hier? Also ich bin die Birgit und ich würde heute ein bisschen was erzählen, wie die Arbeit im Krematorium abläuft. Wie bist du dazu gekommen, überhaupt im Krematorium zu arbeiten? Gelernt habe ich einfach Groß- und Außenhandelskauffrau und wir sind hier ein Familienbetrieb. Also der Betrieb gehört meinem Vater und damals hat er mich schon gefragt, und ob ich das machen will, und dann habe ich gesagt, na, auf gar keinen Fall, das mache ich nicht. Und dann war es aber so, 2010 ist unsere Mami krank geworden und die ist an Krebs erkrankt. Und dann war es halt so, dass wir die als Familie halt gepflegt haben und ich nie dachte, dass ich das kann. Wenn jetzt meine Freundin gesagt hat, dass sie jetzt bei ihrer Oma eben die hilft beim Anziehen oder sonst, habe ich immer gesagt, ich weiß gar nicht, wie du das kannst, das könnte ich nie. Und dann kam das eben bei der Mami und dann bin ich da so aus mir herausgewachsen und es ging einfach so ohne Wenn und Aber. Und dann war es so, dass hier der Betriebsleiter gekündigt hat und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt das kann, dann probiere ich das auch. Und so bin ich dann hier gelandet. Die Mami hat es leider nicht mehr miterleben dürfen. Die hat es nicht geschafft. Aber ich muss sagen, wenn jetzt die nicht jetzt so krank geworden wäre und ich nicht in diese Position gekommen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich immer noch nicht hier. Und wie hat es dann angefangen? Also wie musst du mir das vorstellen, wenn du sagst, ja, ich will das machen, aber wie geht es dann wirklich los? Naja, letztendlich bin ich dann wie in ein kaltes Wasser geschmissen worden, weil meine Eltern haben das auch nicht. Also wir kommen nicht aus dieser Bestatterbranche. Und dann bin ich halt hierher. Und dann war es am Anfang echt schwierig, weil ich natürlich mit jeder Kremierung, die jetzt da stattgefunden hat, ich immer die Mami gesehen habe. Aber ich glaube, dadurch habe ich die Trauer richtig aufarbeiten können, das vielleicht andere nicht machen oder man neigt dann dazu zu verdrängen oder so. Und ich habe das halt einfach durchlebt, was brutal hart war, weil ich unglaublich viel geweint habe. Und nicht nur geweint wegen den Angehörigen, die dann vielleicht hier waren, sondern ich habe eigentlich wegen mir geweint. Also es wusste aber nur keiner. Wir stehen jetzt draußen vorm Krematorium und du wärst bereit, uns einmal so die Reise eines Verstorbenen hier zu zeigen, von der Anlieferung bis zur Einäscherung. Ja. Also das läuft jetzt so ab, wir stehen jetzt hier quasi in der Einfahrtzone. Hier kommt der Bestatter hochgefahren und fährt dann quasi rückwärts hier rein und kann dann somit den Verstorbenen ausladen. Was vielleicht auch ganz wichtig ist, bei uns kann man 24 Stunden anliefern, weil das Sterben ist nicht geplant und wo man einfach zu einer Uhrzeit dann plötzlich einen Verstorbenen hierher bringen kann, wo aber wir nicht mehr arbeiten. Und jetzt befinden wir uns in der Anlieferungszone innen drin. Das heißt, der Bestatter lädt aus. Dafür haben wir diese Wägelchen und da kommt dann der Sarg drauf. Und dann kann er den hier bei uns in die Kühlung reinstellen. Und es ist alles videoüberwacht. Kein Angehöriger muss Angst haben, dass irgendwas mit seinem Angehörigen passiert. Es ist ja alles dokumentiert, da passiert nichts. Und dann ist es so, der Bestatter hat immer Papiere dabei für den Verstorbenen. Und dann kommen wir Mädels vom Büro ins Spiel. Dann legen wir den Verstorbenen an, prüfen, ob noch Papiere fehlen oder nicht. In dem Moment, wo wir den anlegen, in unserem System bekommt er eine Nummer. Und diese Nummer begleitet den Verstorbenen bis zum Schluss in die Asche. Wurde deine Mutter auch eingeäschert? Mhm. Auch hier? Auch hier. Die Mami ist gestorben und 4 Wochen später habe ich dann hier angefangen. Und da hat dann der Papi gesagt, du gehst jetzt nicht mit. Das wird jetzt zukünftig dein Arbeitsplatz und da gehst jetzt aber nicht mit. Mit der Berufserfahrung, die ich habe, sehe ich es mittlerweile ganz anders, aber ich bin ja da auch total, also ich habe ja davor nichts mit dem Krematorium zu tun gehabt. Darum war es, glaube ich, schon damals zu dem Zeitpunkt gut, dass ich eben nicht dabei war, wie die Mami dann eingefahren wurde.
Aber es ist halt grundsätzlich möglich, als Angehöriger dabei zu sein. Ja, und das finde ich aber auch ganz gut. Wir können halt beides anbieten. Wir können eben Verabschiedungen am Sarg in unserem Trauerraum machen. Oder wir bieten auch an, dass die Angehörigen dabei sein können, wenn der Sarg in den Ofen fährt. Es nennt sich dann Beisein am Feuer. Es hilft vielen. Und ich glaube, es ist halt früher, gerade in Bayern war es so, dass halt die Erdbestattung, da hast du ja, bist ja damit groß geworden, dass der Sarg in die Erde geht. Das war ganz normal. Als Kind bist du immer am Friedhof dabei gewesen. Und deswegen das ins Feuer, das kennt man halt noch nicht so. Und ich denke, das dauert noch ein paar Jahre und dann ist das auch was ganz Normales. Ich finde es auf jeden Fall super, dass ihr das anbietet. Bei meiner Schwiegermutter war es auch so, dass ich dabei sein durfte und das hat mir enorm dabei geholfen, zu verstehen, dass sie tot ist. Ne? Ja, und man hat auch das Gefühl, man lässt den ja dann nicht in den Stich, man ist bis zum Schluss dabei. Und ich finde es schön, dass wir hier einen Ort geschaffen haben, wo wir das eben nochmal ein bisschen schöner machen können, wenn es eh schon so traurig ist. Zurück zu deiner Anfangszeit, wie war dein erster Tag? Es war alles so aufregend, jede Kleinigkeit hat mich extrem an meine Grenzen gebracht. Also allein, wenn der Bestatter kam und den Sarg ausgeladen hat, dann hatte ich auch am Anfang Berührungsängste. Also ich wusste gar nicht, wie ich dem jetzt richtig zur Hand gehe. Also ich habe mich so hilflos gefühlt und es war, ja, also es war jetzt nicht unbedingt schön. Und dann treffen ja auch viele Einzelschicksale auf einen. Ja. Wie geht man da persönlich mit um? Grundsätzlich ist es so, durch das, dass wir ja nicht der Bestatter sind, sondern nur das Krematorium, komme ich jetzt nicht ganz so extrem mit diesen Geschichten in Verbindung. Aber es ist schon so, dass ich mittlerweile schon sehe, wenn die auf dem Parkplatz stehen, kann ich tatsächlich ein bisschen an den Augen und an der Gestik sehen, wie diese Verabschiedung oder dieses Beisein am Feuer ablaufen wird. Bist du da dann trotzdem noch irgendwie direkt beteiligt? Also es ist so, dass ich die dann im Empfang nehme und dann dürfen die sich in unseren Aufenthaltsraum setzen und dann erstmal zur Ruhe kommen und erkläre dann noch einmal, was passieren wird. Weil es ist natürlich mit Technik verbunden und das ist natürlich dann, und da fühle ich mich dann oft immer so schlecht, weil ich mir denke, oh Gott, jetzt muss ich denen das jetzt so fachlich sagen und eigentlich interessiert es die ja gar nicht. Aber es ist im Nachhinein richtig, dass ich es mache, weil es gibt da eben so Momente, dann würde ich jetzt zu dir sagen, dass wir jetzt in der Ofenhalle alles hergerichtet haben, dass wir Blumen draufgelegt haben. Und dann stellen wir halt auch Kerzen auf, also dass da auf jeden Fall eine warme Atmosphäre entsteht. Und dann ist es so, dass ich dann eben sage, dass der Sarg auf einer Schiene liegt und diese Schiene fährt nach oben. Und das macht einen Lärm, weil da ist eben eine Mechanik dabei und das lässt sich halt nicht vermeiden. Und dann wird die Ofenwand aufgehen und dann fährt der Sarg ein und dann geht die Ofenwand sofort wieder zu. Und dieses Einfahren, das macht auch nochmal so einen Lärm. Und das habe ich am Anfang schon mal Fehler gemacht, weil ich dann das nicht gesagt habe. Und dann hast du richtig gemerkt, wie dann die Menschen zusammenzucken. Und das tat mir dann so leid, weil man dann, Mann, hättest du es halt vorher gesagt. Und das hilft tatsächlich ein bisschen. Und jetzt wissen wir, der Verstorbene ist safe. Wir haben alle Papiere. Er darf jetzt eingeäschert werden. Und dann kommen wir jetzt wieder zu diesem Schamottstein. Das ist jetzt der Verstorbene, der mit dieser Nummer bei uns im System angelegt worden ist. Und diese Nummer bleibt ihm jetzt und somit wird er jetzt kremiert. Eben hast du gesagt, bei den ersten Verabschiedungen hast du noch immer geweint. Wie ist es heute? Nehmen dich die Geschichten immer noch mit? Ja, also da kommt es tatsächlich darauf an, wie die Angehörigen drauf sind. Und wenn die dann so ganz bitterlich todtraurig sind und dann vielleicht auch noch ein Lied kommt und das mich dann auch noch, und also dann weine ich einfach mit. Und dann brauche ich sogar eine Viertelstunde oder so, da will ich auch nichts reden und dann kann ich wieder normal weiterarbeiten. Aber ich brauche schon einen Moment dann zum Erholen. Andere Kollegen, die reden eher und ich bin immer jemand, ich mag dann immer meine Ruhe haben. Ich muss dann das erstmal für mich verarbeiten. Das ist auch ganz wichtig hier für uns als Mitarbeiter. Es darf geweint, es darf gelacht und wenn jemand diesen Moment braucht, wo er redet, dann soll er reden und der andere, der kann halt nicht reden. Also das muss jeder für sich
so machen, dass er danach wieder gut seinem Arbeit nachgehen kann, weil sonst kannst du es nicht machen. Wenn du sagst, dass hier geweint wird und gelacht, ist dir da vielleicht irgendeine Geschichte in Erinnerung geblieben, wo die Leute auf einmal hier waren und gelacht haben? Und ja, was, so richtig gelacht nicht, aber schon so schöne Momente. So, da ist der Papa verstorben und die haben immer Hausmusik miteinander gemacht. Und dann haben die ganze Familie haben ihre Instrumente dabei gehabt und haben halt dann noch gemeinsam mit ihm zusammen dann sozusagen Musik gemacht. Da haben die jetzt nicht gelacht, aber sie waren... Also denen hat es so gut getan, die haben auch nicht geweint. Und wenn man jetzt ins Gegenteil geht, also ich habe ja auch mal im Krematorium gearbeitet und dort sind auch schon mal Menschen bewusstlos geworden bei der Einfahrt. Okay. Hast du da schon mal was in der Art? Toi, 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 Gott sei Dank noch nicht. Das Einzige, was wir schon mal zu meiner Anfangszeit eben hatten, ist, dass dann wirklich welche sich immer auf den Sarg noch draufgelegt haben. Und das ist Gott sei Dank schon lange nicht mehr passiert. Aber das gab, und da bin ich aber auch echt erschrocken, weil ich mir dachte, um Gottes Willen, das ist ja schlimm. Also da habe ich dann auch richtig geweint, weil da bin ich überhaupt nicht mehr klargekommen, weil ich mir dachte, was mache ich denn jetzt? Und ich kann sie ja verstehen, es ist ja ihr Mann und jetzt muss ich sie da wegziehen, das steht mir doch gar nicht zu. Aber du musst ja irgendwie so eine unsichtbare Hand, die dich dazu durchleitet und halt auch so ein bisschen Regeln aufstellt, die aber nicht halt pietätlos oder hart drüber kommen. Jetzt sind wir im Herzstück sozusagen und hier kommt die Asche raus. Also nach 4 Stunden etwa ist die Kremierung zu Ende und dann ist nur noch Asche da. Zur Erklärung, was wir für einen Ofen haben. Wir haben einen Etagenofen. Und das bedeutet, dass der Verstorbene verschiedene Etagen hat, um einen Verbrennungsprozess durchzumachen. Hier oben sieht man jetzt den Sarg. Der ist jetzt in der ersten Verbrennungskammer. Und wenn er dort dann durch ist, das hängt von den Temperaturen ab, das zeigt dann der Computer an, dann bekommt er eine Freigabe und rutscht eins weiter runter. Und dann ist der nächste Verbrennungsprozess vom Stockwerk zu Stockwerk nur immer runter. Und die Asche befindet sich dann hier drin. Ich kann es jetzt leider nicht aufmachen, weil der Ofen im Betrieb ist. Das heißt, wenn der Verbrennungsprozess zu Ende ist, dann ziehen wir diese Schütte, sagen wir dazu, raus. Das sieht dann so aus und hier ist dann die Asche drinnen. Und natürlich ist es so, der Mensch hat durchaus ja große Knochen und die sind auch noch sichtbar. Das ist dann mal das Rückgrat oder so, aber das ist sehr porös. Aber das muss man dann nochmal malen. Was auch wichtig ist, ein Sarg hat Sargnägel, die müssen natürlich alle rausgenommen werden. Und dafür haben wir dieses Magnet. Hier tut man dann die Schütte reinlegen. Und das ist dann nochmal der letzte Prozess, dieses Malwerk, um wirklich auch diese Knochen, diese größeren Knochen so klein zu machen, dass die eben in so eine Aschenkapsel reinpassen. Und jetzt sehe ich hier einen Hammer. Genau. Wofür ist der? Der ist dann eben, das ist dann dieses Teil zum Verplomben und dann haut er mit dem Hammer nochmal drauf, damit es richtig schön dicht ist. Und das kann dann nicht mehr geöffnet werden? Nein, also du kannst es nur noch kaputt machen, die Urne, aber du kannst sie nicht aufschrauben oder ganz vorsichtig, sondern du musst wirklich Gewalt anwenden. Und es ist ja auch gut so, weil man soll ja die eigentlich nicht mehr öffnen. Und wenn die Asche in der Urne ist, wie geht es dann weiter? Dann ist es eben so, dann nehmen wir die Aschenkapsel mit hoch und dann hat der Bestatter sein Fach, wo die Urne reingestellt wird und da kann er die Urne dann abholen, um für die Beisetzung die mitzunehmen. Du beschäftigst dich ja jetzt täglich mit dem Lebensende und mit dem Tod. Hast du deine eigene Beerdigung schon geplant? Nee. Aber nicht, weil ich jetzt Angst habe, aber ich bin, glaube ich, fast schon ein bisschen ernüchtert. Also ich denke mir, wenn es passiert, dann passiert es und dann sollen ja die, also mir ist es egal, letztendlich sollen das dann die machen, die zurückbleiben, die sollen das so machen, dass es ihnen besser geht. Möchtest du eingeäschert werden? Ja. Und da bin ich auch zum Beispiel froh, dass die Mami eingeäschert ist, weil die für mich, ich meine, Mami ist die Mami, das ist die schönste Frau der Welt, logisch. Und wenn ich bei der auf dem Grab bin und ich dann mir denke, boah, und jetzt sind da die ganzen Würmer oder so, das mag ich nicht. Also drum kann ich mit dem Gedanken besser leben, dass da jetzt die Asche in der Erde ist und nicht der ganze Mensch. Aber das ist mein Empfinden. Also da verurteile ich niemanden, das ist aber nur für mich. Da habe ich fast schon so ein kindliches Denken, aber es hilft mir einfach. Wir werden ja nachher noch Bilder sehen vom Krematorium, aber das wirkt jetzt hier alles relativ modern. Ich kenne auch
andere, die sehen genauso aus, wie man sie sich eigentlich vorstellt. Habt ihr euch da bewusst dafür entschieden, das anders zu machen? Ja, also wir hatten da ja einen Architekten, der das geplant hat. Wir haben ein Kreuz, also wir können alles aufstellen, aber wir haben halt bewusst das so neutral gehalten, damit auch wirklich jeder hier Platz findet. Gerade bei den Buddhisten ist es dann eben so, dass das eigentlich immer sehr freundlich abläuft. Die essen da, das ist dann fast wie so ein Mittagstisch dann irgendwie so. Also klar machen die ihre Gebete und so, die hören sich ja dann immer ein bisschen monoton an. Aber die sind ganz viel am Reden und am Rumwuseln und so. Das ist sehr umtriebig. Das ist jetzt nicht so, wie man es soll, wo es alles sehr still ist oder gewaltig. Also weinen tun die eigentlich nie. Du hast ja dann jetzt letztendlich mit Verstorbenen zu tun. Wie war das für dich das erste Mal, als du jemanden Todes gesehen hast? Wir Mitarbeiter vom Krematorium öffnen keine Särge mehr. Und wenn hier eine Verabschiedung am offenen Sarg ist, dann muss der Bestatter mit dazukommen. Und der muss auch den Sarg öffnen und muss ihn auch schließen. Natürlich passiert es dann, dass ich dann vielleicht mit dem Trauerraum bin. Dann kommst du natürlich mit dem Verstorbenen, siehst du den. Aber da habe ich mir irgendwie so einen Blick angewöhnt. Also, oder du lernst dann irgendwie dran vorbeizugucken, weil das mag ich jetzt nicht unbedingt. Gab es da schon mal irgendwie ein komischer Moment, wo du vielleicht alleine da warst abends oder so und du hast da, keine Ahnung, gedacht, da wäre jetzt was? Nee, gar nicht. Vor allem, ich entdecke eher, dass ich in der Früh ins Kühlhaus gehe und erstmal guten Morgen sage. Mir ist nie unheimlich hier. Okay, und wie reagieren die Leute, wenn du auf einer Party gefragt wirst, was du machst? Da gab es dann schon mal über die Verbrennerin oder so. Also es kam dann schon immer so, aber nett gemeint. Schon komisch, aber man merkt dann tatsächlich auch, dass das dann erstmal, dann will man da gar nicht mehr weiter drüber reden. Was war so das Erlebnis hier, was dir bis heute immer noch in Erinnerung geblieben ist? Das war so ein älterer Herr und der wollte die Urne unbedingt selber tragen. Hat hier gewartet, wie wir die Asche dann eben abgefüllt haben. Der wollte einfach dabei sein. Dann wollte er sie von unten, vom Keller her eben hochtragen und dem Bestatter dann übergeben. Und dann fand ich ihn so süß, da hätte ich ihn dann echt gleich so knuddeln können. Und dann hat er irgendwie so gesagt, so, weil die Urne, sie war halt so leicht, die Urne. Ja, mei, sie war schon immer ein kleines Mädchen. Und das fand ich so süß. Also das war so klar, der hat da nicht Angst gehabt, das ist jetzt nicht mehr sein Traudel, Anna oder wie sie so, der hat dann gesagt, weil die war schon immer so ein kleines Mädel. Da gibt es einige, also gerade eben bei diesen Verabschiedungen, das habe ich auch schon oft erzählt, da war ein Motorradfahrer, der ist verunglückt und der hat aber auch gern Whisky getrunken und dann wollten diese Motorradgruppe wollte halt dann mit dem noch den letzten Whisky trinken und dann sind die da alle mit dem Motorrad hier hochgefahren und wir haben den Sarg eben hier auch aufgebaut und dann haben sie sich alle hier drumherum gesetzt und haben dann noch ihren letzten Whisky getrunken. Finde ich halt auch schön, dass wir das machen können. Tatsächlich ist es jetzt so, dass durch Corona jetzt lang nichts war. Aber Corona ist auch ein gutes Stichwort. Ich war im Krematorium, als damals 2017, 18 die Grippewelle war und habe dort schon miterlebt, was das für Auswirkungen auch auf die Arbeit im Krematorium hat. Wie war das während Corona bei euch? Wir hatten schon viel zu tun, aber es war nie so, dass wir von den Kapazitäten her das umsetzen konnten. Nur unser Problem war, wir sind nicht mehr an die Papiere gekommen. Und dementsprechend konnten wir nicht so arbeiten, wie wir wollten. Und dementsprechend war natürlich dann auch viel im Kühlhaus los oder viele Verstorbene da. Aber nicht, weil wir nicht einäschern konnten, oder wir konnten nicht einäschern, weil wir die Papiere nicht hatten, aber nicht, weil der Ofen überlastet ist. Also wir sind keine Gastronomie, also wir haben hier keine Kantine. Aber wir können das möglich machen, würden wir einen Kuchen besorgen und würden den Kaffee machen. Machen das dann aber so, dass wir hier alles herrichten und die sind dann ganz für sich alleine. So, jetzt befinden wir uns ja quasi außerhalb des Raums, wo wir unser Gespräch jetzt gerade im Moment führen. Das ist die Trauerhalle, oder? Ja, und hier kann man eben sich entweder verabschieden an der Urne oder am Sarg. Die können hier dann ganz alleine sein oder ich helfe ihnen bei der Musik oder sie haben einen Trauerredner oder es kommt ein Pfarrer. Also das ist wirklich alles machbar. Die sitzen hier einfach dann mit dem Verstorbenen und bleiben hier einfach dann noch. Ja, jetzt haben wir ja sehr viel über deine Erlebnisse hier gesprochen und warum du im Krematorium arbeitest. Wir werden aber noch ein eigenes Video machen, wo es darum geht, wie funktioniert die Einäscherung. Das ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt würde mich abschließend aber noch interessieren, was würdest du jemand empfehlen, der Interesse hat,
im Krematorium zu arbeiten? Grundsätzlich ist es also für mich das A und O, er muss eine unglaubliche Empathie haben und er darf halt auch keine Angst haben vor dem Tod oder vor dem Verstorbenen. Und mehr ist es nicht, alles andere kann man lernen. Kann man hier einfach mal reinschnuppern? Wenn jetzt das mit dem Corona endlich zur Ruhe kommt, dann machen wir auch Führungen. Oder was heißt Führungen? Es ist oft so, da ruft halt dann eine Gruppe an und fragt, hey, wir würden das uns gern anschauen. Und das ist auch immer interessant, gerade von dieser älteren Generation her. Die kommen dann immer, die stehen dann da vor der Tür und sind dann immer so eingeschüchtert und so ganz leise. Und dann, führst du hier so rum und dann gehe ich mit ihnen halt so eben, fange ich halt im Trauerraum an und dann gehe ich runter in den Keller und dann gehen wir wieder hier hoch. Und wenn man dann hier oben ist, dann kommt immer, oh, ist das so sauber, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Und dann merkst du, wie von denen eine Last abfällt und sagen, ob sie sich dann für eine Feuerbestattung entscheiden, ist wieder was anderes, aber die Angst ist weg. Ja, wenn ihr auch Angst habt, schaut euch auf jeden Fall das Video an. Birgit, vielen Dank, dass du heute da warst. Hat mich sehr gefreut. Ja, danke.